für die Amstetten Sander in der AFL, der höchsten Spielklasse im österreichischen American Football, erfolgte am vergangenen Samstag. Die Amstettener hatten sich den Aufstieg im Vorjahr wohl verdient und durften sich gleich auf einen wahren Prüfstein freuen. Und zwar auf die aktuellen Meister aus Tirol, die Swako Raiders. Nach Regen am Vormittag ließ sich pünktlich zu Matchbeginn auch die Sonne blicken, was auch die zahlreichen Fans freute, die aus nah und fern anreisten. Mit dem bewährten Team der letzten Jahre, ergänzt durch die zwei sogenannten Imports, Patrick Pötsch aus Deutschland und Jeremy Cornelius aus den Vereinigten Staaten, startete man gleich fulminant, konnte dies aber leider nicht in Punkte umsetzen. Und das ein Weckruf für den Meister, der fortan mit Power und Erfahrung richtig aufs Gas stieg. Die Amstettner wiederum konnten aber viele First Downs und auch andere Achtungserfolge erzielen. Auch wenn ich in der Offseason nicht vor Ort war, wussten die Jungs, was zu tun war. Wir haben viele Spieler, die erst ein, zwei Jahre am Feld stehen oder debütieren. So war dieses Spiel perfekt zum Lernen und Erfahrung sammeln für uns. This is what it's like if you're playing the best. So from that we're going to learn and grow and hopefully get better. Also wie die Vorbereitung lief, man hat sich halt Minicamps organisiert, Trainings unter der Woche immer wieder. Man war sich bewusst, dass man halt deutlich schwerer wird als im Vorjahr. Man wusste, wir müssen schneller werden, also Jungs müssen schneller werden. Ich habe letztes Jahr nicht mitgespielt. Und durch die Vorbereitung war natürlich ein bisschen beschwert, dass im Januar das ganze Schneechaos hier war bei euch. Dementsprechend sind leider ein paar Trainings ausgefallen, mussten verschoben werden. Aber dann mit dem Trainingslagerbeginn hat man dann ziemlich gute Einheiten hingekriegt, das Training lief super, man hat sich gefunden, Timing lief gut, auch heute. Also an Timing hat es nicht gelegen. Runs von Sandro Patzgummer sowie dem Quarterback der Raiders, aber auch ein Fumble der Amstettner via Sack sorgte für eine unverhältnismäßig rasche und hohe 21:0 Führung für die Gäste. Vor allem die Erfahrung, aber auch die Geschwindigkeit machte den Unterschied aus. Man muss unterscheiden, dass in der AFL alle etwas größer, stärker und natürlich schneller sind. Außerdem ist die Kadertiefe bei den anderen höher. Den größten Unterschied macht aber die Geschwindigkeit aus. Wir haben nun gegen die Besten des Landes gespielt und wir sind stolz, ein Teil der ersten Liga zu sein. Es ist eine Ehre für uns. Also ich finde, es ist nämlich positiv, klar, es ist ein schmerzhaftes Spiel, man kriegt auf die Rübe, man muss lernen. Aber wenn man von Anfang an direkt mit dem Besten weiß, dann weiß man, okay, da wollen wir hin, da müssen wir hin. Wenn wir die anderen mithalten wollen, müssen wir jetzt da auch mithalten. Dementsprechend ist es positiv, weil am Ende ist es noch, wenn du schon kaputt bist, relativ müde, K.O. Und dann nochmal auf die Rübe kriegst wie heute, das ist halt demoralisierend. Da ist das dann heute gern gesehen, es war wichtig. Die Jungs haben gelernt und haben nicht aufgegeben. Das war für mich der Keypunkt heute. Die Jungs haben gekämpft, egal wie der Score war, man hat sich nicht verkrochen und gesagt, ja, wir geben jetzt auf, sondern als Mannschaft hat man zusammengestanden. Das ist richtig, dass es ein Vorteil war, so früh auf die Raiders zu treffen. Sie sind noch nicht die gut geschmierte Maschine, wie am Ende der Saison, was aber auch auf uns zutrifft. Wenn das beste Team Österreichs ist, was sie im Vorjahr waren, dann haben wir das hinter uns und wir werden wachsen und angreifen. Dem schließen wir uns voll an, denn dass die Amstettner nie den Kopf hängen ließen, war toll anzusehen. Und dass man an genau an solchen Spielen wachsen kann, betonte ja auch der Head Coach mit Nachdruck. Natürlich sind wir glücklich, dass wir Punkte aufs Board gebracht haben, da wir in der Pause natürlich etwas nachdenklich waren. Ich sagte den Jungs, sie sollen sich nun das dritte Viertel sichern oder das vierte, was letztendlich gelang und uns glücklich macht. Wir haben gekämpft und wir haben gepunktet. Im vierten Viertel kämpfte man aufopferungsvoll für das selbstgesteckte Ziel, Punkte in ihrem ersten AFL-Spiel zu erzielen. Pässe auf Florian Neudorfer und Stefan Kerschbaumeier sowie Runs von Michael Halbertschlager brachten die Sander weit in die Hälfte der Raiders. Patrick Pötsch brachte dann den Ball mit einem beherzten Run die letzten Yards über die Linie zum Touchdown. Tobias Heidermadl verwandelte den Putt zum Endstand von 7:48. Jetzt gibt es ein Wochenende Pause, bevor die Wienerwald Amstetten Sander am 30.03. auswärts auf die Prag Black Panthers treffen.